So, und da sind wir wieder bei Red Dead Redemption Undead Nightmare. Ich warte hier gerade auf Pest. Der soll hier nämlich vorbeikommen. Machen wir eine kleine Abkürzung. Spart nämlich ein bisschen Zeit. Damit wir da hinten hinkommen. Ja gut. Das sollte ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit hier machen, einfach so quer durch die Prärie, damit ich nachher wieder hinfalle. Wir nähern uns aber auf jeden Fall dem Punkt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder so was, wo ich zu einem bestimmten Zeitpunkt dahin muss. Das wäre nämlich jetzt blöd. Aber ich denke mal, das wird mir auch angezeigt werden. Kumpel, schieß hier nicht auf die Leute, das geht nicht. Denkst du dir denn? Jetzt darfst du mal ohne dein Pferd weitermachen. Nehme ich dem einfach das Pferd weg. Der hat wahrscheinlich eh nur auf Untote geschossen, aber generell sollte er das einfach sein lassen, weil das dumm ist. Das bringt ihm ja nichts. Im Grunde nur verschossene Kugeln, das bringt ja mehr, wenn die Leute auch dann wirklich da sind. Ja, da hat sich aber jemand weit bewegt. Dort hinten hat er angefangen und hier ist er dann aufgehört, oder was? Da unten drin oder ne, da hinten. Ah, Mr. Marston. What's going on? You got a passage into Mexico? For me, no. But for you, maybe. It all depends on your relationship with good old Uncle Samuel. What are you talking about? Well, the border is indeed closed, but the army is sending a train down there. Now, whether it's to help the Mexicans there or to escape the problems here, I have no idea. But I thought things were better in Mexico. Better or worse, it's certainly different. So why am I going and not you? Well, that's a matter of age, dear boy. The army don't have many recruits with quite my level of experience. So, you are on your own. There's a train at Benedict Point, and it's leaving soon, once they've got all of the soldiers rounded up. Okay. And your venerable friend here has done some more help. I have found some less than happy campers who have given up on glory and abandoned Uncle Sam's ranks. They're hiding out at Scratching Post. One of them might give you a uniform. Okay. And what about you? Ah! Baghdad, dear boy! Well, either that, or Fort Mercer. Or perhaps it's time to meet my maker, with drool coming out of my mouth and a lust for human blood. You take care of yourself. I always do, dear boy. I always do.
Okay. Müssen wir wieder hier runter. Da waren wir ja schon mal, da haben wir einen Schatz gesucht. Ich kann auch einfach so gehen, oder nicht? Ja, geht. Warum glaube ich eigentlich, dass ich jetzt gleich gegen die kämpfen muss? Wahrscheinlich wegen der Musik. Ich habe aber so ein Gefühl. Kann mir die verdienen? Achso, ich helfe denen. Ja gut, das machen wir. Natürlich würde ich weniger Munition verschwenden, wenn ich denen nicht helfen würde. Aber müssen ja nicht immer böse sein hier. So, wartet. Nee, noch lange nicht. So, jetzt sind hier noch welche. Da muss ich in Mexiko auch noch voll viele Orte hier befreien. Have a spare uniform? What the hell for? My family's in trouble and I need to get over the border. I hear there's an army train going that way. Sure, what do I care anymore? You earned it. There should be one in the chest by the tent. Help yourself. Blazes! Was für Konsequenzen hätte ich denn bitte getragen, wenn ich drei Leute hier umgebracht hätte, was eh kein Mensch gesehen hätte? Thanks. I feel like such a noble patriot. Least you can do after trying to eat me. Aber wenn ich die jetzt einfach töten würde, nur um an Munition zu kommen. Na gut, den habe ich jetzt nicht geplündert, aber egal. So, auf zum Zug. Let's go. Best of luck to you. Stay safe. Ihr fahrt hier nicht ohne mich los. Ich könnte fast schon auf den Gleisen rumlaufen, aber... Normalerweise fährt hier ja kein Zug mehr. Das ist also... Ja, der stimmt mir einfach zu. Das ist halt auch was Blödes, was ich finde. Hier macht es ja Sinn, aber im Multiplayer beispielsweise fährt kein Zug. Soweit ich weiß, oder? War das so? Meint schon. Ihr wollt sehen, wie ein richtiger Cowboy schießt. Hier. Vor allem, wie die hier plötzlich alle wegfliegen. Genau, der steht hier immer im Weg. Ich treffe hier gar nichts. Da kommen die nächsten. Vor allem der Typ schießt mich auch an. Die kommen einfach aus dem Boden.
Ja, tolle Zombies, ey. Genau das habe ich hier gemacht. Bam, bam. Komm, Junge, verreck. Kannst mir nicht sagen. Das ist Munition. Ja, die kann ich schlecht helfen. Der wird hier geschlagen. Versteck dich wenigstens da oben. You did real good, soldier. Basic training was very thorough. That's good. These degenerates are only good at horn and drinking. Let's roll out. Und jetzt? Stay alert, man. These mongrels are everywhere. This train headed for Mexico. God willing. What's the army going there for? Officially, to help our Latin brethren in their time of need. Unofficially, to get the hell out of here before things get even worse. See what we can stick. Always one step ahead, ain't we? They're still coming. Tschüss. Was ist jetzt mit dem Typen? Vor allem, was geht mit der Musik ab? Der Typ ist jetzt einfach da hinten, oder was? Er kommt nicht mehr wieder. Das ist eine Mission für die Soldaten, aber nicht für euch. Komm alleine nach Mexiko. Ist eigentlich voll unnötig, die anzuschießen. Was sollen wir hier groß machen? Tschüss. Die gehen einfach dran vorbei. Om, genau. Alter, wie viel sind hier jetzt? Untotenjäger Level 2, Untotenjäger Level 3. Ja, genau. Okay. Und jetzt? 2 untote Bären, 5 untote Wölfe und 3 untote Pumas mit einer Fackel. Ja, bestimmt. Konnte ich mal drauf schießen. Hey, der ist doch weg. Alright, every one of you clowns, get down and get the debris off the track. Let's go, let's go. Come on, soldier, move, move. Alright, make Uncle Sam proud, soldiers, come on. Clear the tracks quickly, let's go. Come on, we ain't got all day. Quick, quick, quick. Okay. Fight! 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 Get back here and fight! What are you, yellow? God damn,
Kann mir einer sagen, was das gerade sollte? Laufen da zwei Typen an dem vorbei, er merkt's einfach gar nicht. Merkt er erst viel später. Ja, easy. Komm, das kann doch nicht sein. Die hauen jetzt ab, oder was? Ja, genau. Bei vier Leuten. Die rennen halt einfach weiter noch. Weg. Hier ist nichts mehr. Verdammt nochmal, ey. So, jetzt kann ich doch bestimmt ganz schön viel machen. Das wollte ich nicht mal machen. Gut, dann los. Okay, dann ist der Weg jetzt frei. Ja, Pest. Wart hier halt einfach mal genau hier neben dem Teil. Ist natürlich wieder klar. Der macht sich hier dort einfach, kommt um die Ecke, ist sofort da. Ja gut, holen wir uns erstmal den Ort hier. Und die Uniform, die ziehe ich natürlich aus. Weil darauf habe ich mittlerweile keinen Bock mehr, so rumzulaufen. Vor allem hier in Mexiko, das passt überhaupt nicht. Da könnte ich den Poncho wieder anziehen. Um halt nicht so aufzufallen in der Menge. Okay, das sieht schlecht aus für Pest, wenn ich hier so weitermache. Kann gut sein, dass der das nicht überlebt. Und wofür steht U? Albtraum der lebenden Toten. Ach so. Ja, darauf hätte ich ja auch kommen können. Und hier hinten. Biografien und Lügen. Komm, das schaffst du. Ich halt selber hoch. Geh ich halt nicht hoch. Ist halt direkt um die Ecke, aber nee, dann halt nicht. Hier in Mexiko scheint das aber gerade nicht so stark zu sein. Mit den Zombies, also ich sehe hier nicht so viele. Im Moment. In den Städten werden natürlich viele sein. Hier gibt es ja auch, wenn man ein bisschen weiter spielt, den Chupacabra. Der wird hier rumlaufen, irgendwann. Er musste sich hier auch schon mal töten. Das war cool. Ich glaube, jetzt kommt Pest. Alter.
gerade ein bisschen erschreckt. Ah, da sind sie schon. Kein Bock, dir zu helfen. Ich spreche kein Spanisch. Kann euch aber gerne hier helfen. Na, du Fettsack, du rammst mich nicht. Bäm, Digga. Puta, puta, puta. Komm einfach von hinten und schlag einfach nur drauf. Hey, bam. 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 Wow. Ey, ich will da treffen. Ach, so willst du kämpfen. Kann ich auch. Ha! Bam! Das habe ich noch nie so richtig gemacht, den Move, aber ist auch ganz cool. Ah! Oh! Oh, gefällt mir. Hätte ich öfters machen sollen, mal im Kampf. So. Der Typ lebt halt immer noch. Na gut, gehen wir darüber. Nö, ich gehe nicht den vorgeschriebenen Weg. Was wäre ich denn da für ein Cowboy? Ja klar, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit dafür. Mach's aber trotzdem noch. Und da werde ich dann auch meine Klamotten ändern, anstatt jetzt hier direkt. Wir tun hier jetzt auf tapferen Americano. Der hier die Leute befreit. Und dann plötzlich ist der verschwunden. Kein Americano mehr. Reck! Die Geräuschekulisse fand ich gerade sehr schön. Sagt auf Reck, schießt drauf und dann macht das Viech. Ja, groß viel Orte kann hier eigentlich gar nicht was sein. Hier ist Calera vielleicht. Weiß nicht, ob ich das hier noch auf dem Weg retten muss, weil sonst würde es mir eigentlich angezeigt werden. Das hört sich nicht gut an. Aber Escalera muss ich auch retten. Ja, okay, dann machen wir Escalera. In dieser Folge noch. Hier wird viel los sein. Das ist eine große Stadt. Ja, sieht man auch. Alter, leck ein bisschen, ne? Da verheckt mal alle. Hier habe ich auch angemessen Munition, also damit klappt das ja wohl. Der lebt halt einfach noch.
Von wo kommen die denn noch alles? Den Hund könnte ich auch noch töten. Machst du da Pest? Muss ich am Ende richtig viel wegmachen. Die Frau hier, die wirft mich hier nicht einfach weg. So. Ja. Einfach so ganz lahm reagieren nur. Bam, 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 bam. Ist halt, wie ich finde, jetzt nicht groß so eine Herausforderung. Vor allem, wenn die selber hier brennen, die Bescheuerten. Ha, den Topf kauft keiner mehr. Schnappen wir uns hier mal ein bisschen was. Du kommst hier nicht mal eben um die Ecke. Im letzten können die theoretisch auch selber ausschalten. Das hätte ich halt echt mal im Multiplayer herausfinden sollen, dass das hier geht. Oder halt öfter machen sollen. Ich wusste das wahrscheinlich sogar und hab's einfach noch nie gemacht. Keine Ahnung. Vielleicht wusste ich das mal. Vielleicht wurde das mal erklärt, dann wusste ich's bestimmt. Wenn's erklärt wurde, wusste ich's. Na? Ich hoffe, du hast ein Kissen mitgebracht. Denn hier wirst du jetzt ein bisschen schon rumliegen. Wird nicht gemütlich. Büffeltöter. Ja, okay. Büffeltöter mit 172. Ja, genau. Eine der stärksten Waffen. 172. Genau. Oh, das geht sogar noch tiefer. Ja gut, dann gehe ich noch ins Haus und ändere da meine Klamotten und dann setze ich halt schon mal... Ne, den Wegpunkt muss ich nicht mal setzen, weil der ist schon gesetzt. Ja, gracias. Genau. Hier. Outfits wechseln. Mexikanischer Poncho am besten, aber der Staubmantel wird hier halt auch passen. Das wäre auch nicht schlecht. Wir probieren es mit dem Poncho. Ja. Da ziehen wir uns hier an. Und dann würde ich sagen, das wär's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.